Der dritte Teil der, wie sage ich, Restauration meines Sägewerks ist fertig. Ich habe das Gebäude jetzt von außen alles hübsch gemacht, alles fertig gemacht, alles bemalt. Ihr seht es im Hintergrund und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Nein, ich möchte euch zeigen, wie ich es gemacht habe. War jetzt ein bisschen voreilig von mir. Ich würde sagen, recht herzlich willkommen auf dem Modellbahnbaukanal. Entschuldigt bitte, auf dem Modellbaukanal Model Creations. Vom Modellbahnkanal Trailtrips. Ich krieg selber Bande. Na, ist egal. Herzlich willkommen, ich bin Uli und ich würde sagen, wir steigen auch gleich ein. Im Hintergrund geht es nämlich schon los. Ich habe dieses... Ja, was ist das eigentlich? Ich wurde von jemandem freundlicherweise darauf hingewiesen, vielen Dank an dieser Stelle, dass das ein Späne-Transportgebläse-Dingens ist. Vorbereitung ist alles. Ja, nein, ich habe es jedenfalls abgemacht, damit ich dieses Bauteil, was ich da gerade anbringe, dieses viereckige und innen rund, das hatte ich ja erst kaputt gemacht. Das ist dafür da, dass die Gestänge, die das nachher so optisch halten sollen, dran können. Und das hatte ich ja kaputt gemacht im ersten Teil. Das habe ich ja mit rausgerissen, weil ich habe ja diese Späneteile da weggemacht, die auf dem Dach waren, da oben, und die so ein bisschen den Dreck da drauf sieht. Und musste ich nachdrucken. Habe ich dann mir am Lasercutter ratzfatz erstellt. Das geht recht schnell. Und gut, man muss ein bisschen abmessen, wie groß das sein muss, der Durchmesser von dem Loch, alles kein Hexenwerk, alles ganz einfach. Und dann von unten draufgesteckt sozusagen und dann kann ich es jetzt hier wieder mit Sekundenkleber. Ich klebe übrigens meine Plastiksachen, wenn ich Plaste mache, eigentlich immer mit Sekundenkleber. Nur, dass ich unterscheide zwischen dünnflüssigen und mittelflüssigen oder viskosen Sekundenkleber. Plastikkleber habe ich auch da, aber ich mag ihn irgendwie nicht. Erstens mal stinkt er und zum zweiten Mal dauert es ewig, ehe es fest ist. Und wenn man Gebäude sowieso noch gestaltet, das heißt, wenn man die farblich noch gestaltet, ist das egal, ob da der Kleber ein bisschen den Schaden gemacht hat. Denn wenn wir sowieso Gebäude altern, ein Schaden ist doch super. Es ist, ich möchte doch kein Objekt haben, was 1A wie aus dem Ei gepellt ist, auf meiner Modellbahn stehen haben. Ich möchte ein Gebäude haben, was benutzt aussieht, was schon 100 Jahre da steht oder was weiß ich was. Und da hat man Schäden dran. Und da kann man ruhig irgendwo einen Schaden lassen. Wir sehen das ja auch hier. Da, wo die alten Stangen mal dran waren, habe ich ja das bisschen verspachtelt. Das sind ja die weißen Stellen auf den Dächern. Und das ist doch gut. Das ist doch schön, wenn das benutzt aussieht. Ich habe noch nie ein Dach gesehen, wenn ich da draußen rumlaufe. Was? Ja gut, wenn es neu gedeckt ist. Aber ansonsten bei alten Gebäuden, und wir versuchen ja auf unserer Modellbahn sowieso meistens alte Gebäude irgendwo nachzubilden und nicht irgendwelche hochmodernen Reihenhaus, schuldig bitte, Spießersiedlungen. Meistens ist es ja so, aber das ist keine Wertung, der in so einem Gebäude wohnt. Ja, und deswegen kann es ruhig alt aussehen. Darauf wollte ich gerade hinaus. Gut, jetzt bringe ich das Rohrneu an. Ich habe ja jetzt die Verstrebung daran gemacht. Das ist ganz einfacher Bindedraht. Das habe ich ja auch gezeigt in meinem letzten Video von Train Dreams, wo ich die Andreaskreuze gemacht habe. Das waren die Stangen, die da unten drunter sind. Das geht also recht gut. Mit der Bohrmaschine kurz gerade gezogen. Fertig. Diese kleinen Leitern habe ich mir auf dem 3D-Drucker gedruckt. Die habe ich mir in Fusion 360 entworfen. Das ging also relativ schnell. Man braucht ja bloß die Bemaßung, die Größe, die Relation, dass der Maßstab irgendwo stimmt. Es ist vom Maßstab perfekt, ohne Frage. Die Leiter könnte ein Viertelmillimeter schmaler sein. Aber da bin ich ehrlich, ich habe es probiert. Das ist zu fein, als dass es schön aussieht. Man sieht es ganz, ganz schlecht zum Schluss. Und es ist auch sehr babbelig alles. Passt nicht. Ich habe mir auch Leitern, das habe ich jetzt hier nicht eingebracht, habe ich mir auf dem Lasercutter erstellt. Die haben eine Sprossenbreite von, ich glaube, was habe ich eingestellt? 0,2 mm. Ging, konnte ich auscutten. War überhaupt kein Problem. Aber die war so dünn, dass ich, wenn ich die mit der Pinzette angefasst habe und hätte die da angelehnt, war sie schon zerbrochen. Also es hat keinen Sinn. Ich denke mal, so ein bisschen den Grad zwischen Realismus beim Maßstab und Sachen, die Sinn machen, sollte man schon ein bisschen einhalten, weil es bringt nichts, wenn ich alles super realistisch baue, dass es dann so filigran ist, dass ich noch nicht mal mehr Staub putzen kann auf der Anlage. Weil wenn ich überlege, ich habe da so einen speziellen Staubsauger mit einer ganz, ganz feinen Bürste vorne dran, die ist extrem weich, da kann ich gleich über die Preise rübergehen, passiert gar nichts, außer sie kleben nicht richtig.
Aber dann sind sie halt weg. Aber da möchte ich natürlich auch nicht alles abbrechen, wenn ich irgendwo da mal rankomme oder irgend sowas. Das bringt ja alles keine Punkte. Was ich jetzt vergessen habe bei meiner ganzen Schwafelei, das Gebäude habe ich grundiert mit einem Ultra-Matt-Lack, damit ich den Plastikluck rausnehme. Das heißt, dass alles schön matt wird. Das ganze Gebäude soll matt sein. Hier soll nichts glänzen, außer was glänzen soll, sprich die Metallteile. Und deswegen Ultra-Matt-Lack drüber. Ich kann gerne, wenn jemand möchte, verlinken, ist überhaupt kein Problem. Den habe ich mal recht günstig bekommen. Der war eigentlich ist er teuer. Aber ich habe mal ein Angebot bekommen und da hatte ich mir gleich 6 Dosen gekauft. Das reicht wahrscheinlich für meinen zweiten Anlagenteil ja auch mit. Und ja, jetzt bemale ich das Gebäude natürlich noch mit entsprechenden Brauntönen. Ich habe hier, ich habe es unten auch hingeschrieben, sogenannte R-Farben verwendet. Die sind auch von Vallejo. Spreche ich richtig aus? Keine Ahnung. Und sind sehr dünnflüssig. Das heißt, R-Farben für Airbrush geeignet. Und wenn man die aufträgt, die decken nicht sofort. Das sollen sie auch nicht. Finde ich super. Also die decken schon gut, ohne Frage. Sonst hätte ich es ja nicht bemalen brauchen. Aber sie sind doch relativ durchsichtig, wenn man es eben schön wässrig aufträgt. Wir sehen am Dach jetzt hier, dass ich die verspachtelten Stellen, ich male das Dach nicht in einer einheitlichen Farbe an, um da halt diese Spachtelstellen zu verdecken. Nein, ich finde es nett, wenn die da drauf sind. Jemand hat, glaube ich, in irgendeinem Kommentar mal geschrieben, das sieht aus wie Taubendreck. Ja, natürlich, ein bisschen groß für Taubendreck, aber passt schon irgendwo. Kann man doch haben, selbst so kleine, helle Sprenkler auf dem Dach, die vielleicht von der Silberfarbe gekommen sind, die sind doch gar nicht schlimm. Ja, viele machen das dann, oh, hier ist noch ein kleiner Fleck, man sieht das da überall. Ja, und eine Taube oder ein Vogel macht aufs Dach oder das Dach ist halt ein bisschen mehr verranzt, wie auch immer. Alles gut, finde ich super, wenn sowas wirklich so benutzt aussieht, wie ich das hier auch hinkriege, weil eben schon viele von diesen Schäden da waren und die ja ich... Mal lass die sichtbar, indem ich eben mit Airbrush-Farbe arbeite. Der Reiz des Gebäudes, ich hatte ja einen Grund, dass ich es mir gekauft habe, den möchte ich natürlich erhalten, damit er so schön wie möglich und so alt wie möglich aussieht. Und ja, und deswegen sollen viele Sachen zu sehen sein. Die Leitern male ich natürlich jetzt in einer fertigen Farbe an, die nennt sich Oldwood. Und passt super, brauche ich gar nichts groß zu sagen, passt irgendwo. Jetzt kommt auf das Dach eine Wurst. Ich habe sie hinten hingestellt, ich habe da 3 verschiedene Farben stehen. Ich habe, weiß ich gar nicht, 20 verschiedene sogar da. Schwarz, braun, olivgrün. Das sind so die, ich am meisten benutze, wo ich auch wahrscheinlich von jeder Flasche 3-4 Mal da habe. Und hier nehme ich in dem Fall braun. Das Dach ist ja Holz, hinten am Dach nehme ich schwarz. Aber das Holzige habe ich extra braun gemacht, damit auch die Farbe, die auf dem Dach haften bleibt. Es soll ja nur eigentlich in die Ritzen rein. Das Dach selber wollte ich ja nicht streichen. Das wollte ich ja nicht. Das kann ja ruhig diesen Grauton behalten. Graubraun, wie es da jetzt geworden ist. Sieht doch super aus. Sieht doch richtig schön alt benutzt, UV bestrahlt aus. Ist doch alles wunderschön. Und jetzt kommt auch Waschen noch zwischen diese Holzsachen. Da läuft die so wunderbar rein, wenn das sieht. Und sieht nett aus dadurch. Das sind alles so kleine Details, die man wahrscheinlich in der Form nie wirklich sehen wird. Ja, aber man nimmt sie wahr. Das heißt, wenn ich mir Gebäude angucke, man nimmt es wahr, dass da irgendwas ist, dass das einen 3D-Effekt hat und. Ich finde es halt richtig schön. Und schaut euch mal an, wie matt dieses Gebäude schon aussieht jetzt hier. Finde ich super, wenn es auf der Anlage steht und keinen Plastiklook mehr hat. Gefällt mir richtig gut. Jetzt mache ich natürlich hier noch die Metallteile verrosten, da kommt Rostfarbe ran, da habe ich Farbe, die ist wieder da oben. Die ist richtig matt, wenn die fertig ist. Ich habe eine Rostfarbe, die glänzt und ich habe noch nie glänzenden Rost gesehen oder weiß ich nicht, also passt irgendwo nicht. Die Flecken wären ein bisschen größer, das ist Absicht. Ja, man könnte sie ja noch feiner rauftupfen mit einem Einhaarpinsel, aber ich bin der Meinung, wenn man so ein klitzekleines Gebäude hat, wie in der Spur in 1 zu 160 und ich stelle das da irgendwo hin und mache so ganz feine Rostsachen dran, die sehe ich nicht. Ja, das ist, das kann ruhig ein bisschen stärker sein und wir sehen es ja gerade hier vorne auf dem kleinen Dach, das passt irgendwo. Hier haben wir das Olivgrün übrigens, das kommt aufs Dach jetzt drauf. Das passt irgendwo und kann ruhig ein bisschen grober sein, gerade in den feinen Sachen. Das sieht sogar noch nett aus, wenn ich hier da rangehe mit der Kamera, ja, weil das so ein Gesamtbild irgendwo ist. Und die Moosablagerung, die ich jetzt hier damit ein bisschen simuliere, das machen manche mit Streu. Das ist, nee, Moos ist, das ist zu grob, das kann ich nicht Streu machen. Das kann ich wirklich nur mit einem Wash auftragen, damit das irgendwo so ein bisschen, ja, moosig aussieht halt, ne? Und ja,
es wirkt, also wenn wir gerade auf dem Dach hier vorne gucken, das drauf ist, übrigens hält ja alles nach, ja, das bleibt ja nicht so. Den Putz, den ich hier jetzt gerade bemale, dann habe ich die Restfarbe von der Rostfarbe verwendet und dachte mir, ja gut, dann sieht der Putz ein bisschen brauner aus, ein bisschen dreckiger aus, passt schon irgendwo. Ja, nein. Auch das hätte ich mir gerade sparen können mit den Grünen unten drunter. Denn diese Rostfarbe auf diesem Putz ist rosa geworden zum Schluss. Ja, tatsächlich, der Putz war, also jetzt nicht knallpink oder sowas, hat einen rosa Schimmer gehabt, fand ich furchtbar. Ich meine, ja, manche haben rosafarbene Häuser, aber ich nicht. Und schon gar nicht hier bei so einem alten Gebäude, das passt irgendwo nicht. Die Giebel, die vorne dran habe ich natürlich auch in diesen Old-Wood-Farbe gemacht, wie die Leitern. Ich wollte es eigentlich erst so grau lassen wie das Dach, dachte ich, nee, es ist ja Holz, das kann ruhig ein bisschen so der Balken da ein bisschen mehr rausstechen. Und ja, jetzt wo ich mich hier ein bisschen vermale, man sieht das, ich bin auf das dunkle Holz gekommen. Das liegt einfach da dran. Ich habe die Brille nicht auf. Ich brauche sie nicht, ich brauche sie tatsächlich nur zum Lesen. Also nehme ich sie oft nicht, wenn ich hier irgendwas baue. Ja, dann habe ich es nicht richtig gesehen. Da bemalst du halt die Kanten ringsrum. Aber ich habe alles wieder gerichtet, das passt schon. Bronzefarben für, oder Kupferfarben, nicht Bronzefarben, für dieses Zierrohr da, wo ich die Klappe öffnen kann, die übrigens auch viel zu groß ist für meine Preiserleins, ist egal. Und jetzt male ich den Putz nochmal mit einer Stencil-Farbe oder Stencil, ja, nennt sich die der Farbton. Passt, ist kein Weiß. Das ist also, sieht wirklich wie Putz aus irgendwo. Farben kommen auf dem Video nicht immer ganz so rüber, wie man es tatsächlich aufgenommen hat. Viele werden das kennen, die eigene Videos machen, dass man sagt, hä? Man guckt dann ins Original, man guckt dann ins Video, denkt, was ist denn da los? Und ja, mir klar, ich versuche das immer schon in der Post-Production, wenn ich hier die Videos schneide, mit dem Color Grading wieder anzupassen. Das heißt, ich gucke mir mein Modell an, ich gucke mein Video an, ich versuche das anzugleichen, dass ihr das so genau wie möglich irgendwo auch sehen könnt. Aber ich habe einen anderen Monitor als ihr. Ich habe meinen eingestellt mit einem Blaufilter, damit das nicht so in die Augen beißt. Und ich habe es vielleicht anders eingestellt auf eure Bedürfnisse. Und dadurch kann es bei euch schon leicht anders aussehen. Aber ich denke, unterm Strich erkennt man, worum es geht und ob das nun Zacken weniger Blau drin hat oder mehr Blau drin hat, wenn man es am Monitor anders eingestellt hat. Völlig egal. Hier male ich noch ein bisschen um die Tür ringsherum, dunkler hinter der Tür, dass man die Tür ein bisschen besser sieht. Man sieht sie sehr schlecht. Ich habe schon überlegt, ob ich das wegmache und eine Tür ranbaue, aber nee, war auch nicht so dolle. Hier sieht man es. Das Gebäude ist verrostet. Also der olle Ding da ist verrostet. Das Gebäude ist wunderbar matt, wunderbar gealtert. Ich habe ja auch die Fenster bemalt. Die Lampen habe ich jetzt angebracht. Das ist alles schön alt und benutzt. Der Putz, den ich daran gemacht habe, das finde ich passt sehr, sehr gut. Das passt zum Gebäudestil irgendwo. Das heißt, das wurde ja abgerissen, was davor stand. Und dann eben der Putz ran gemacht. Das ist alles nett. Und der eigentliche Einbau, das heißt, das eigentliche Diorama wird erst erstellt, wenn ich es auf meiner Anlage einbaue. Zu sehen bei Terrain Dreams in einem der nächsten Videos, immer Freitag 16 Uhr. Viele wissen es von euch. Und ich finde es nett, und wenn man sich überlegt, wie klein das ganze Ding eigentlich ist, passt das irgendwo. Dann verabschiede ich mich für die Folge, ich sage mal nicht Woche, wie ich sonst immer bei Terrain Dreams sage, weil hier kommt es nicht ganz so regelmäßig, die Videos, die kommen schon regelmäßig, aber nicht ganz so regelmäßig. Freitag 16 Uhr bin ich euch wieder für euch da, auf dem anderen Kanal. Und hier sage ich, macht's schön gut, bis zum nächsten Video, euer Uli. Ciao!